Andrea Beate verstorben ist. Guck doch mal, wie schön das unsere lieben Freunde für uns machen. Ist das nicht schön? Wir befinden uns gerade bei den weltbesten Köchen, die es überhaupt gibt. Von wegen. Bei Rainer und bei Chris ist immer ein Genuss zu essen. Amateure. Nein, das sind keine Amateure. Ich sag euch, das sind Profis. Das werdet ihr auch nachher gleich sehen, was auf dem Teller ist. Es gibt heute was ganz Einfaches aus der französischen Küche. Coq au vin. Ja. Ganz simpel. Und das Baguette ist auch nicht selbst gebacken. Das gäbe beim perfekten Dinner schon wieder Abzüge. Das stimmt. Siehst du? Und trotzdem seid ihr die weltbesten Köche. Wenn ich jetzt mein Brotmesser noch finden würde. Very nice indeed. Sind Sie verstanden? Totes Tier. Wir sind ja keine Veganer. Nee. Vogelfutter auch noch. Das ist natürlich jetzt nicht so hübsch. Man muss eigentlich so Porzellanstäbchen. Ja. So, das war ein schöner Tag für die Einladung. Vielen Dank. Und da wollte ich dann drehen. Aber war jetzt hier der Müller schon da? Nein, so. Gut, okay. Ja, Prösterchen. Prösterchen, ich wollte nur kurz erwähnen, weil alles hier so schön aussieht, der Chrissy, Henry, Herr Henry Christopher Alt, hat in Bad Nauheim ein wunderschönes, wie sagt man, sag du das mal bitte selber? Das ist ein Concept Store, ein Laden mit Dekoartikeln, Geschenkartikeln und exklusiven Nischenverkaufs. Also, wenn ihr in Bad Nauheim seid, geht ihr in die Stresemannstraße und dann geht ihr in die Strese 4 bitte. Jawohl. Und dort gibt es wunderschöne Sachen. Und mich. Und genau, ja. Wenn er Glück hat, ich auch. Ja, das ist doch das. Eine pikante Ziegen-Frischkäse-Käse-Hackfleischsuppe. Wunderbar. Mit Sahnehaube und frischen Kräutern. Ja. So sieht das Ganze aus. Mein Mann ist immer ein wenig kamerascheu. Wie meiner. Ich kenne da noch einen. Ja, wir zwei nicht, nee. Prösterchen. Oh, wie Michel. Oh, wie? Oh, machst du dich ganz Karussell in die Kopf, Schatz? Das schaut gut aus. Und so gesund alles heute. Oh, bis auf den Wein. Also das Huhn befindet sich darunter. Hier sieht man ein bisschen Huhn. Da sieht man ein Hühnchen. Der Kopf. Ja, die sind weich. Vorsicht. Ja. Das ist ein Kokobo. Gut für die Schönen, genau. So, guck, geht noch. Kommt dann die Soße mit raus. Ich mach gleich ein bisschen Gemüse mit drauf. Genau. Und ich hoffe, es schmeckt. Ja. Und jetzt gleich anfangen, sonst wird es kalt. Ja, dann schmeckt es richtig. Wohl.
always. Yeah, I'm so done with you. So, hier steht Piccolino. Hier war das Ort des Geschehens gestern. Wir haben einen sehr, sehr schönen Abend verbracht. Ja, wir haben einen sehr, sehr schönen Abend verbracht gestern, sehr lange. Waren auch ein, zwei Gläschen Wein gestern dabei, aber sehr, sehr nett und ein wunderbares, vorzügliches Essen. Schön mal wieder unter Freunden gewesen zu sein und also nette Gespräche und netten Austausch gehabt zu haben. War sehr, sehr schön gewesen. Jetzt geht es weiter. Und zwar fahren wir jetzt nach Mockstadt, das ist Michaels Ort, und dort verbringen wir noch 2 Tage, weil sein Schwager 60 wird. Und ja, jetzt gerade eben habe ich euch noch mal ein paar Impressionen von unserem schönen Bad Nauheimer Kurpark gezeigt. Also ein sehr schönes Städtchen zum Leben. War es auch immer gewesen, nur früher, als wir hier gelebt haben, hatten wir überhaupt gar nicht die Zeit gehabt, so oft in den Kurpark zu gehen und gerade auch zu dieser Zeit morgens. Wir mussten arbeiten von früh bis abend. Abends war man müde, ist man auch nicht mehr in die Stadt runtergegangen und hat ist durch den Park spazieren gegangen. Tja, wie das dann so ist, wenn man in Urlaub ist, sieht man das mit anderen Augen und stellt erstmal fest, wie schön eigentlich unser Bad Nauheim ist. Und aber wir leben in Cottbus auch wunderbar und sehr schön. Kann man gar nicht anders sagen. Aber man konnte das früher gar nicht so genießen. Und jetzt kann man das irgendwie, wenn man hier ist, auf Urlaub mal so richtig schön den Ort genießen. Also Bad Nauheim ist wirklich eine zauberhafte, sehr, sehr schöne Stadt. Und falls ihr mal in der Nähe seid, macht einen Abstecher hier und guckt euch die Stadt an. Geht mal schön essen. Es ist ganz, ganz toll. Ein wunderschönes Städtchen. So, und jetzt geht weiter aufs Dorf. Ja, das ist der Stellplatz hier in Bad Nauheim, und zwar ist das direkt neben dem Usa Wellenbad. Hier machen wir jetzt nochmal eine kleine Rast, bevor wir zu Michael aufs Dorf fahren und werden jetzt frühstücken. Hier wollten wir nochmal zeigen, das ist also der offizielle Stellplatz. Es gibt auch ein paar Schattenplätze, wir haben einen erwischt, ist nicht viel los jetzt. Ja, hier kann man also stehen, kostenfrei, allerdings gibt es auch keine Ver- und Entsorgung und so. Kein Müllentsorgung. Oh, mein Hirn funktioniert noch nicht so richtig. Ich muss jetzt was essen. Ja. Close your eyes. Get some rest. Lay your head on my chest. I know you've had a really bad day. But I'm right here, it's gonna be okay. The world could fall down and it's gonna be okay. The sun could go out and we're gonna be okay. If all the blue skies ain't too gray, we're gonna be okay. Calm your soul. Hold my hand.